Mein Name ist Laura Rommel. Ich arbeite in den Museen des Landkreises Oberspreewald-Lausitz. Wir sind ein Museumsverbund, bestehend aus dem Museum Schloss und Festung Senftenberg mit der Kunstsammlung Lausitz, dem Spreewaldmuseum Lübbenau und dem Freilandmuseum Lehde. Durch diesen Zusammenschluss sind unsere Sammlungsbestände sehr umfangreich und decken viele Bereiche ab. Für das Museum in Senftenberg sind das zum Beispiel Militaria, Objekte der Stadt- und Regionalgeschichte Senftenbergs und der Niederlausitz. Es gibt große Bestände an Glas und Keramik, an DDR-Alltagsobjekten und an historischem Spielzeug. Und durch die Kunstsammlung gibt es eben auch eine Vielzahl an Gemälden und Plastiken. Die Sammlungsbestände des Spreewaldmuseums Lübbenau haben zum Beispiel Objekte der Stadtgeschichte mit dem Hauptaugenmerk auf Handel und Handwerk des 19. Jahrhunderts. Es gibt allerdings auch ein umfangreiches Textildepot, unter anderem mit sorbischen Trachten. Und es gibt einen großen Bestand an sorbischen Ostereiern. Im Gegensatz zu der städtischen Kultur zeigt das Freilandmuseum Lehde die ländliche Alltagskultur und dementsprechend sind in den Beständen Objekte der Wohnkultur, also Mobiliar und Hausrat und eine Vielzahl an landwirtschaftlichen Geräten. In den nächsten Jahren soll nun in Prieske im alten Zechen- und Badehaus ein Zentral- und ein Schaudepot für die Museen entstehen. Und dafür ist es wichtig, unsere Bestände genau zu kennen. Und wir haben nun das Digimobil, das wir vom Museumsverband Brandenburg bekommen haben, dafür genutzt, unsere Bestände zu erfassen und nachzuarbeiten. Bei einigen Objekten hatte zum Beispiel nur noch das Foto gefehlt, das haben wir auch mit dem Digimobil gemacht. Und Sammlungsbestände, die wir erfasst und bearbeitet haben, waren zum Beispiel Wecker und Uhren, Lampen, Lampenschirme, Spielzeug, Glas und Keramik, Bücher und ein großes Konvolut an Ostereiern, das als Schenkung in unsere Sammlung gekommen ist. Und generell sind die meisten Neuzugänge für unsere Sammlung mit dem Digimobil erfasst worden. Das Digimobil war dabei eine sehr große Hilfe für uns, einfach dadurch, dass wir einen Arbeitsplatz in unserem Vermietungsraum einrichten konnten. Man kann auf geringem Raum durch den Laptop und die Kamera und die Kisten schnell Objekte erfassen, fotografieren und gleich in die Kisten verstauen. Wir freuen uns sehr, dass wir das Digimobil letztes Jahr testen durften und auch in diesem Jahr noch weiter verwenden dürfen.